Herzlich willkommen zur Dilsberger Andacht. Um Bäume wird es heute gehen, um Wurzeln und Wasser. Haben Sie einen Lieblingsbaum? Für mich sind es immer die Birken gewesen. Mit diesen leuchtend grünen Blättern und diesem Stamm in durchbrochenem Weiß. Manchmal denke ich darüber nach, was wir von den Bäumen lernen können. Über das Leben und über den Glauben. Beim Propheten Jeremia in der Bibel, da werden wir Menschen mit Bäumen verglichen. Gesegnet ist der Mensch, der sich auf Gott verlässt und dessen Zuversicht Gott ist. Der ist wie ein Baum, am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obwohl die Hitze kommt, fürchtet er sich nicht, sondern seine Blätter bleiben grün. Und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Um wachsen zu können und Stürme zu überstehen, brauchen Bäume gute Wurzeln. Man kann einen Baum beschneiden und stutzen, solange aber die Wurzeln heil bleiben und Halt finden, wird er sich in der Regel wieder erholen können. Dann hat er Widerstandskraft. Wo hast du deine Wurzeln, fragen wir manchmal jemanden. Und wir meinen damit, wo kommst du her? Was hat dich geprägt? Auch auf den Glauben bezogen gibt es diese Wurzelfragen. Sie gehen in die Richtung, wo finde ich Halt? Wo bekomme ich meine Kraft her? Bin ich, wie Jeremia schreibt, so ein Mensch wie ein Baum an Wasserbächen? Verlasse ich mich auf Gott und ziehe daraus meine Zuversicht? Jeremias Gedanken laden dazu ein, auf unsere Wurzeln zu achten, auf unsere Glaubenswurzeln, also die Beziehung zu Gott zu suchen und mit ihm verbunden zu sein. Denn Gott bietet an, dass wir bei ihm Halt finden können. Er will uns stark machen und zuversichtlich. Wenn ich also in Gott, im Glauben verwurzelt bin, dann kann mich nicht so schnell umwerfen. Dann habe ich Widerstandskraft, wie ein Baum. Wenn ich mit Gott in meinem Leben rechne, dann verändert das meine Haltung, weil ich weiß, auf Gott ist Verlass. Er ist für mich da. Bei ihm kann ich Halt finden und gut verwurzelt sein. Das kann mir helfen, auch in schwierigen Zeiten die Hoffnung nicht aufzugeben und nach vorne zu schauen. Gleichzeitig kann ich darauf vertrauen, dass mir von Gott her alles zufließt. Und darum gefällt es mir so gut, dass die Bäume, von denen Jeremia spricht, an Wasserbächen gepflanzt sind. Und dass sie ihre Wurzeln zum Wasser hinstrecken. Dieses Wasser kann ein Bild sein für all das, womit Gott im übertragenen Sinn unser Leben nährt und tränkt. Kraft, die er uns schenkt, Hoffnung, die er in unsere Herzen legt oder das Vertrauen in ein gutes Ende. Und das Schöne ist, das Wasser ist da. Ich muss mich dem nur entgegenstrecken, mich nach Gott ausstrecken, um Halt
und Nahrung für meine Wurzeln zu finden. Und es gibt noch etwas, das ich an Bäumen sehr spannend finde. Sie bilden unterirdisch mit ihren Wurzeln ein Netzwerk. Es gibt Forscher, die berichten, dass Bäume miteinander kommunizieren und sich gegenseitig unterstützen. Und wie schön wäre das auch bei uns Menschen, dass wir unsere Wurzeln ausbreiten und miteinander in Berührung kommen. Wir brauchen Menschen, eine Gemeinschaft. Wir brauchen andere, die mit uns unterwegs sind, im Rahmen des Möglichen. Gemeinschaft und Verbindendes in der Familie, mit Freunden, am Arbeitsplatz, in Vereinen. Dort, wo wir leben, genauso wie in unserer Kirchengemeinde und in den Beziehungen, die von dort aus wachsen. Auch hier miteinander vernetzt zu sein, wie die Wurzeln der Bäume und sich gegenseitig Rückhalt zu geben und gleichzeitig durch Gott miteinander verbunden zu sein. Weil wir erleben, dass sich vieles ändern kann, gerade darum ist es gut, über alle Beziehungen zu Menschen hinaus eine Beziehung zu Gott zu haben. Gott ist immer da. Er gibt unseren Wurzeln Halt und Nahrung. Er versorgt uns mit dem, was für unser Leben nötig ist. Und so kann ich fest im Leben stehen, verwurzelt im Glauben. Ich kann wachsen und Frucht bringen und zuversichtlich meiner Wege gehen. Denn gesegnet ist der Mensch, der sich auf Gott verlässt und dessen Zuversicht Gott ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt. Amen. Sie sind eingeladen, mit mir ins Vaterunser einzustimmen. Das Vaterunser verbindet Christinnen und Christen über Raum und Zeit hinweg. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Gottes Segen soll euch begleiten. Gott segne euch mit der Kraft der Bäume, mit Wurzeln, die festen Halt geben und den Stürmen trotzen. Er segne euch mit Quellen, aus denen euch Mut, Kraft und Hoffnung zufließen. Er segne euch mit der Fähigkeit, euch miteinander zu vernetzen und füreinander da zu sein. Steht aufgerichtet zwischen Himmel und Erde, im Leben verwurzelt und mit Gott verbunden. Amen. Thank you.